So, und dann geht's noch weiter mit einer neuen Runde auf Ghost Life. Das Trathese-Ticket ist leider. Oh Gott. Warte mal, sind die. Hä? Warte mal, ist das ein. Nee, oder? Nee. Sag jetzt nicht, die sind abgelaufen. Sag nicht, die können ablaufen. Aber 24. Hä, warum sind die denn rot? What? Du willst mich doch verarschen, oder? Also ich hoffe, man kann ihn noch benutzen, weil wenn nicht, wäre es wirklich halt echt schon. Das wäre hart dumm. Nee, also ich hoffe, dass es noch geht, weil das alles andere wäre wirklich. Das wäre stupid as fuck einfach. Okay, das Ticket ist abgelaufen, wie gesagt. Ich will deswegen ein bisschen farmen. wir haben Reset, wir haben dies, wir haben das, wir haben. Das nicht mehr. Haben wir. Velocity. Gab es nicht mal Speed Scrolls irgendwo? Pillen haben wir. Food. 115, 100. Ah, die Sortierung ist super. 115, 100, 110, 60, 70, 80. Okay, das ist jetzt. Naja, von mir aus. Okay, einmal so. Dann glaube ich, passt, oder? Gut, dann würde ich mal sagen, wo sind die alle hier, die ganzen Leute? Sind nicht da, wo ich bin. Okay, super. Ja, wir wollen das Set. Restatten machen wir dann drinnen, würde ich mal sagen. Normal und Enter. Ach Gott, ich habe mich jetzt so auf Aminus gefreut und jetzt kommt ja wieder dieser Dungeon da. Und ich habe nicht die ganzen Beats erneuert. Shit. Fuck. Ja. Was machen wir? 150 STA. Das ist gut, glaube ich, oder? Ich glaube, das ist gut. Rest STR, wir sollten ein bisschen mehr Damage machen als damals. Upcut ist an, Velocity mache ich jetzt nicht an. Ja, das passt schon so. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie es läuft. Wir sind auf einmal das gleiche Level wie der Boss, das heißt, wir sollten jetzt um einiges weniger Schaden kassieren. Glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Lass uns überraschen. Wir haben auch nochmal 5% weniger, also 5% Damage Reduction, das heißt, auch dadurch sollte man eigentlich um einiges weniger kassieren. Und hier ist alles möglich an. PvE Damage, Chance auf Legendaries. Okay. Was? Ja, es wird erst gecancelt und dann wird's gestartet. What? Okay. Nee, also ich denke, jetzt sollten wir, glaube ich, ganz gut dastehen. Ich hoffe einfach mal, dass es halt jetzt, dass wir es gut schaffen, ne? Ich meine, letztes lief es ja auch schon ganz gut. Ich meine halt, klar, die Waffe wollten wir auch farmen, aber das war, glaube ich, noch ein bisschen hart. Hätten wir jetzt theoretisch auch probieren können. Wobei ich mir immer nicht vorstellen kann, wie es abläuft. Weil wenn man einfach frei die Waffe wählen kann, dann gehen wir halt einfach rein für einen einzigen Drop und dann hat man es, oder wie? Das verstehe ich irgendwie nicht. Also vielleicht ist die Droprate halt wirklich nur ein Viertel von dem hier aktuell. Kann alles sein, weiß ich jetzt nicht. Wenn die Droprate gleich hoch wäre und du könntest halt die Waffe frei wählen, dann wäre es halt irgendwie schon ein bisschen sehr easy. Ich weiß, ich habe Amplis an, aber drauf geschossen, ganz ehrlich. Das passt schon. Ja, ich hoffe, ich höre gerade nicht zu viel Lärm bei mir im Hintergrund. Das ist gerade meine Klimaanlage, die hier wirklich am Eskalieren ist. Es ist halt warm. Sorry, es ist halt einfach so. Ich meine, was soll ich machen? Auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen am Arbeiten bin und so, ist es so warm einfach schon wieder. Das ist gottlos einfach. Das ist so kacke. Wir haben aktuell draußen 26,5. Das Lustige ist, wir haben auf den Bergen sogar noch Schnee. Also jetzt nicht viel oder so, aber es sind halt schon einige weiße, größere Flecken halt noch drauf. Also
Für die Temperaturen ist noch viel Schnee da, sagen wir mal so. Aber hier unten, und ich habe Südseite hier, im ersten Stock, es ist halt schon nicht so geil. Also es ist halt schon sehr warm. Und ich bin ja eh immer der Wärme hasst, also ja, nee, bin ich kein Fan von. Macht aktuell nicht wirklich Spaß, sagen wir mal so. Die nächsten Tage wird es wieder kälter, nächste Woche glaube ich dann sogar Schnee und Schneeregen, also es ist total, ja, Aprilwetter halt eben. Aber ja, mit Klimaanlage ist es um einiges angenehmer. Und wenn ich die jetzt ausmache, dann bin ich halt instant wieder bei 21, wahrscheinlich bald 22 Grad oder wärmer. Und ja, ich weiß nicht. Das Ding ist halt so, wenn man halt gerade am Zocken ist, ich meine, der PC, der heizt halt auch wie Sau. Das ist halt wirklich verrückt. Wenn ich halt jetzt einfach, weiß nicht, jetzt nur im Zimmer wäre und halt irgendwie, was weiß ich, lesen würde oder so, dann wäre es was anderes. Aber wenn man halt einen PC anhat und ich meine, die ganze Hardware heutzutage, die braucht das so viel Strom. Das heißt, es erzeugt einfach so viel Wärme. Das ist halt verrückt. Übrigens, der Boss geht ganz gut down. Fühlt sich gar nicht mal so schlecht an. Macht, glaube ich, auch weniger Damage. Was hat er letztens gemacht? 11.000 oder so? Ja, insgesamt ist es, glaube ich, ganz angenehm. Ich meine, ja, es ist halt immer noch ein bisschen langwierig und so, aber ich meine, wir haben auch noch ein LG-Jojo. Das heißt, wir müssten halt erstmal schauen, dass wir erstmal das Endzen-Jojo kriegen. Also ich glaube, allein das Set bringt uns dann schon mal relativ gut weiter. Wobei wir das erst appen. Ja, müssen das appen. Und sockeln. Oh ne, jetzt ist es auch abgelaufen, oder wie? Hä? Warum ist es abgelaufen? Warum steht denn irgendwo was dabei? Oder ist es einfach, weil es Soul Linked ist? Ich glaube, es ist, weil es Soul Linked ist, aber ich habe jetzt sowas noch nie gesehen in Flife. Also, noch nie was, das was ausgegraut bzw. ausgerotet ist, weil es abgelaufen ist. Das habe ich noch nie gesehen. Also so, hä? Keine Ahnung, sehe ich zum ersten Mal. Also, ich meine, jeder Server kann halt das so machen, wie er will und so. Aber es gibt halt so gewisse Konventionen und in der Regel halten sich die meisten Server halt dran, damit wir halt einfach keine, damit man einfach keine Verwirrung stiftet. Aber gut. Boah, wie die. Ja. Ich meine, es ist ein bisschen schneller, glaube ich. Ich glaube, es ist schon ein bisschen schneller im Gegensatz zu damals. Natürlich, ich hatte halt noch Power-Ups an und Beats. Das heißt, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass es so viel schneller geht. Falsche Richtung. Fuck. Eieieiei. Okay, 3x haben wir noch. Bald haben wir's. Nicht mehr lang. Ja, ich überlege gerade, ob wir mal vielleicht versuchen sollen, eine Endzeitwaffe zu farmen. Also ich meine, wir werden halt eh nichts droppen. Wahrscheinlich. Ja, muss man schauen. Aber wer hat mal einen Versuch wert, glaube ich. So, 1x haben wir noch. 10%, 9%, 8%. Ja, 7%. So, lass einfach zwei Sachen fallen, ich bin happy. Ich war wirklich happy. Und boom. Und wir haben nichts gedroppt. Geil. 7 Minuten 53, ich glaube, das ist genauso schnell wie für letztes Mal, oder?
Also es fühlt sich halt exakt gleich schnell an, irgendwie. Ich weiß nicht warum. Können wir kurz noch Buffs abholen nebenbei. Ja gut, dann farmen wir vielleicht trotzdem mal schnell hier Cursed Aminos. Ja, macht einfach Sinn. Ey, dass die nicht schaffen, dass die hier das Bild austauschen, das ist... Das verstehe ich nicht. So, sind wir zum Cursed Aminos? Ich pop mir lieber nochmal hin. Steht zwar Cursed Aminos da, ich weiß, aber... Okay. So, easy und enter. Ja, 5 Level haben wir noch, dann können wir, glaube ich, auch was anderes machen. Beziehungsweise, mir fällt gerade ein, es gibt noch diese Gigs mit Level 130. Ich weiß nicht, vielleicht kann man die farmen. Okay, machen wir folgendes. Nach dem Run hier, probiere ich mal irgendwie so einen giganten Albert oder so zu killen und schauen wir mal, was der droppt. Oder ob wir den überhaupt down kriegen. Ich meine, 5 Level Unterschied sollte eigentlich machbar sein. Wenn es einfach nur ein fucking Albert oder so ist. Oh, die hauen Damage rein. Alter. Aber ich meine, es muss halt irgendwie möglich sein, den Dungeon zu farmen, oder? Es kann nicht sein, dass ich irgendwie jetzt erstmal, weiß ich nicht, 130 machen muss, um halt einen Dungeon, also um diesen Dungeon halt zu farmen. Das wäre halt irgendwie auch gay. Ich glaube halt nicht, dass ich das so gebalanced habe. Das wäre halt echt irgendwie uncool. Ja, ich muss demnächst mal meinen PC formatieren. Ich glaube, ich muss alles Mögliche uploaden, was ich irgendwie noch habe, weil ich habe so viele Daten. Ich habe, das Ding ist, wisst ihr, ich habe, Sekunde. So, meine Videofestplatte liegt... oh Gott, oh scheiße. Nein, ich habe nicht aufgepasst. Die liegt bei... also ich habe 410 GB frei von 1,5 Terabyte. Und das ist leider noch nicht alles. Ich habe noch eine Festplatte, wo ich angefangen habe. Da sind auch Videos drauf. Ja, es sind 100 GB drauf, nicht so viel. Aber ich meine, das muss ich halt irgendwo zwischenspeichern in der Zwischenzeit. Wait, warum sind die Buffs jetzt weg? Hä, willst du mich verarschen? Oh nee, ich sag nicht. Nee, erzähl mir jetzt nicht, dass die das so scheiße gecodet haben. Nee, erzähl mir nicht, dass. Oh mein Gott. Das ist nicht deren Ernst. Das ist nicht deren Ernst, oder? Die haben das so scheiße gecodet, dass man ernsthaft die Buffs will. Okay, jetzt sind sie wieder. Aber trotzdem. Ach Gott. Also ich meine, ich mache auch viel Scheiße, so, ja? Also was Code und so angeht, ich habe auch viele Anfängerfehler gemacht. Aber die halt dann immer wieder refreshen zu lassen, ist jetzt nicht gerade so die Art und Weise, wie man es halt macht eigentlich. Also gut, okay, vielleicht läuft es und bleibt so, aber irgendwie ist das alles ein bisschen komisch, also. Ich weiß es nicht. Alter, haben die Damage rein? Holy fuck. Hör doch mal auf, hier so viel Damage zu machen. Okay, also wir haben die Buffs wieder, vor allem die waren nicht nur unsichtbar. Ja, die waren nicht nur unsichtbar, sondern die waren komplett weg, weil wir hatten weniger HP. Hä? Das ist ja total verrückt. Finde ich jetzt schon ein bisschen komisch. Na gut, ich hoffe auf alle Fälle, dass wir es hier schaffen, die Bosses zu killen. Das wäre schon angenehm. Ja, auf alle Fälle, was ich jetzt sagen wollte, war, ich habe jetzt so fucking viele Videos, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich meine, ich habe noch viel von der Ausbildung und das Problem ist, Videos kann man nicht komprimieren. Also kann ich sagen, okay, mach eine ZIP draus, dann sind es 100 GB oder so, sondern Videos sind ja schon komprimiert. Das heißt, es sind ja effektiv wie, also nicht direkt, aber es sind halt wie ZIP-Dateien. Das heißt, ich habe keine Chance, das halt irgendwie kleiner zu kriegen. Mein Ausbildungsordner schon mal knapp 100 GB. Das Ding ist, ich habe halt nur einen einzigen, also 1 Terabyte an Videospeicher. An externer Festplatte meine ich.
Und das ist halt ein bisschen blöd. Ich meine, wo kriege ich das ganze Zeug unter? Ich muss mir halt... Ja, das ist halt kacke. Ich muss mir halt wirklich eine Festplatte kaufen. Alter. Huch. Leck mich am Arsch, macht das Ding Schaden. Warum macht das Ding so viel Schaden eigentlich? Wie viel Schaden sollte das denn machen, das Teil? Cursed Aminus? Ist wieder Eisenrot, okay, das heißt, ich habe nicht genug HP wahrscheinlich dafür, oder ich weiß es nicht. Lykanos macht angeblich 5k Schaden. Wie viel kassiere ich tatsächlich? 5k waren es gerade. Dass der halt Doppelhits macht, das ist halt, es geht halt nicht draus hervor, ist halt irgendwie auch ein bisschen dumm. Also das heißt, er macht halt 10k Schaden. So, ja, es ist halt korrekt und so, aber es ist halt irgendwie auch nicht korrekt. Der Boss macht halt 10k. Ja, das wird echt. Ja, das schaffen wir, glaube ich, wieder nicht. Ich bin nicht mehr, wir müssen es schaffen und ich weiß, dass wir es dann nicht schaffen. Also, ja. Vergesst das. Ich werde da Kott mit reinpacken. Okay, der macht aber nur Single Hits. Oh, scheiße, die wandern. Sind da Kott ein Overkill? Ich weiß es nicht. I don't know. Ich muss bis weiter rauskommen, damit ich dann schneller reagieren kann. Lakotten sind kein Overkill. Lakotten sind gar kein Overkill. Ah, ich glaube, ich bräuchte echt das bessere Set dafür. Ohne besseren Set wird es, glaube ich, echt ein bisschen mies. So, ein Viertel haben wir fast. Zwölf-Cutter-Match, ja. Ja, die Anzeige, die stimmt schon und so, aber es ist halt trotzdem ein bisschen schwierig, da gegenzuhalten. 70, 69%, 68%. Das Ding geht, glaube ich, schneller down als der andere. Es geht definitiv schneller down als der andere. Aber ich halt leider auch. Das ist die Problematik an der ganzen Sache. Das ist die Dramatik, ja. Das ist das Problem. Ja, ich meine, der Umhang und so, wir bräuchten halt noch sehr viel Stuff, aber auch da ist das Problem wieder so, ja, wie kommt man halt dran? Es ist halt, beziehungsweise, ja, ich habe schon gesehen, man kann halt die Dungeons machen und so, dann kriegt man sie. Dann müssen wir 130 sein. Aber ich würde nicht erst 130 machen, die anderen Dungeons farmen, damit ich das hier angenehmer farmen kann. Das ist auch wieder nicht so das Gelbe vom Ei, wie ich finde. Deswegen. Ja. So, 9x haben wir noch. 40%. Uiuiuiuiui. Auch so viel Schaden zu machen, Mann. Ja, ich glaube, ich müsste mit Lakotten und Pillen spielen. Wobei beides ein bisschen blöd ist. Komm, drop mir einfach diese Box, damit ich mir eine Waffe aussuchen kann. Ich bin happy. Ich werde dich nie wieder flamen oder sonst irgendwas. Ich bin einfach nur happy und du bist happy und ist gut. Du bist wahrscheinlich nicht mehr happy, aber ich bin happy und das ist das Einzige, was zählt. Wie sieht es aktuell aus? 52 SCA, Dex, ja. Ja, schon ganz gut aktuell. Also wir sind von den Stats her, glaube ich, schon ganz gut dabei. Und trotzdem ist es sau hart. Fuden. Ich will Lakotten sparen. Ich will auch nicht sterben. Nicht am Schluss fallen. Vor allen Dingen. So, jetzt komm. Stirb und. Und er killt mich einfach noch ein Posi-Bug oder so, das wär's. Boom. Und wir haben nichts getroppt. Was haben wir hier gerade bekommen? Was? Points Guarantee. Was war das schon wieder? Gain Points for Guarantee Drop 2000. Ah!
Okay. Okay, das ist cool. Okay, das ist sogar sehr cool, muss ich sagen. Also reich werden wir jetzt halt auch hier wieder leider nicht. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich würde gern reich werden. Ich würde nicht gern reich werden. Aber ja, Hier, da und so. Wenn mich der Albert jetzt einfach umhaut, das wäre halt einfach. Das wird einfach schon mies. Was ist denn hier für ein Dungeon? Screw Dungeon? Was macht der? Was kann man drin machen? Kann man nachlesen? Hä? War ein cooler Dungeon. Also hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, die waren mir auch gar nicht mal so schwer. Ich konnte mich eigentlich relativ gut durchhangeln. Die Drops sind natürlich auch insane einfach. Time left. Sag mal, bin ich einfach zu blöd oder was? Bin ich wirklich, sag's mal jetzt ehrlich in meinen Kommentaren, bin ich zu blöd, um diesen Server zu verstehen? Ich bin zu blöd, oder? Alter, jetzt schreibt wirklich meine Kommentare. Schreibt, was ihr wollt, aber ich frage mich gerade echt, ob es wirklich an mir liegt, ob ich wirklich so behindert bin oder ob einfach der Server so kacke ist. Naja. Angenehmer schnell so einen Mushpengen-Gig zu killen. Ja, scheiß drauf, das wird schon mal nix. Okay, auch hier erstmal kein Glück. Fahren wir nochmal Catacombs. Könnten halt, ja, wir könnten halt Beats kaufen. Ich will jetzt irgendwie auch keine Beats kaufen. Ich meine, sind halt so teuer und ich komme halt nicht verlässlich an Geld, das ist halt das Problem. Ich meine, wo soll ich halt Geld farmen? Kolosseum. Mann, komm. Ja, okay, aber wie komme ich jetzt? Also, ja, ist wahrscheinlich auch nichts für mich. Ich glaube, das sagt schon noch alles nichts für mich. Dieser Angelma-Tempel, der, da habe ich noch ein bisschen Hoffnungen irgendwie. Phantom Realm. Alter, 50k. Ja, okay. Pokémon Safari. Hier haben wir 132 ist dann der Boss. Ach ja, okay. Also 131 haben wir, glaube ich, gesehen. Den konnte ich ja nicht machen, weil halt dann das Level Cap wieder da war. Jetzt können wir das Ding ja sogar schaffen. Und der Schaden scheint halt eigentlich okay zu sein. Naja, gut. Wir brauchen, glaube ich, jetzt erstmal das andere Set, weil ich glaube, ohne ein anderes Set macht halt vieles, das gar nicht mal so viel Sinn, leider. Wie man das Geld dann kommt zum Appen, das ist einfach die große Frage und darauf habe ich bisher immer noch keine Antwort. Ich glaube, es schaut einfach kaum noch jemand zu, der den Server halt wirklich gespielt oder hat oder immer noch spielt. Oder sich generell mit dem Server auskennt. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ja. Aber das Ding ist, ich meine, so geht es ja allen, die hier spielen. Oder die hier spielen wollen würden. Ich meine, das Ding ist ja normalerweise, wenn ich halt ein Let's Play von dem Server mache, und so abgehoben das auch klingen mag, aber wenn ich halt ein Let's Play vom Server mache, dann ziehen halt meistens sehr viele Leute mit und spielen halt auch den Server. Mal mehr, mal weniger, je nachdem halt. Aber ich meine, hier kommt ja kein Einziger, hier kommt ja kein Schwein. Und es ist halt auch nachvollziehbar, weil ich meine, wie auch? Ich meine, was ist hier dein. Also, was macht man hier? Wie macht man die Sachen? Ja, was machen Sachen? Es ist halt, wie funktioniert hier alles irgendwie so? Und dir kann sie keiner erklären, weil es keinen anderen Spieler gibt. Du kannst dir auch selbst nur schwer bis eigentlich gar nicht erklären,
Weil, ich meine, wer will denn hier sich da durchhangeln? Es ist halt einfach auch nicht mehr so toll irgendwie. Oh, Krypto steigt schon wieder, ich habe verkauft. Ich meine, ich bin happy mit dem, was ich gemacht habe. Lief gut. Was mache ich denn eigentlich? Ich bin Brain AFK. Es lief gut und ich bin happy mit allem und so, aber ja, ist schon so ein bisschen. Ist auch ein bisschen Wehmut dabei. Einfach aus dem Grund, weil ich halt sehe, es geht halt wieder weiter nach oben und so weiter. Es ist halt echt schwierig. Ich meine, einerseits sollte man halt nicht greedy sein. Also generell glaube ich nicht. Andererseits allerdings, ich meine, man braucht halt einfach so viel Geld im Leben für alles. Sei es ein Haus, sei es ein Auto, sei es Reparaturen oder whatever. Dass man halt irgendwie gar nicht sagen kann, so, ja, ich habe so und so viel gemacht, damit bin ich jetzt happy, weil es ist ja trotzdem viel Geld und so. Das ist natürlich schon klar einerseits, aber andererseits ist es halt auch irgendwie wieder schwierig. So, ich will einerseits zufrieden sein mit dem, was ich gemacht habe, aber auf der anderen Seite merke ich halt so, okay, das Geld ist so wenig wert heutzutage. Ja. Das ist schwierig. Ich meine, damals, als das Geld wirklich noch was wert war, als es wirklich mal, als man sagen konnte, so, wow, du hast 1000 Euro gespart oder auf dem Konto und so, boah, ist das gut. Oder, ja, oder du verdienst netto 1000 Euro, boah, Wahnsinn, was bist denn du vom Beruf, bist du Arzt oder so? Und heute so, was, du hast nur 1000 Euro, du hast weniger als ein Bürgergeldempfänger. Ah, das ist traurig. Ich habe manchmal mehr als 1000 gemacht, deutlich mehr, aber. Ja, es ist halt alles nichts mehr wert irgendwie. Es ist das Traurige irgendwie. Ich meine, wenn man halt irgendwie jetzt eine Autoreparatur, wenn man einfach nur einen jährlichen Service macht bei der Vertragswerkstatt. Ja, ich weiß, es ist umstritten, aber ich muss halt dazu sagen, wenn man halt ein wertstabiles Auto hat und man will es halt jemals wieder verkaufen, dann macht es halt schon Sinn, einfach ein schickhaft gepflegtes Auto zu haben, weil, ja. Ob man natürlich dann mehr spart, wenn man es nicht machen würde, weiß ich nicht. Kann natürlich auch sein. Ich meine, nach 8-9 Jahren, glaube ich, würde ich es dann auch nicht mehr bei der Werkstatt machen, also nicht mehr bei der Werkstatt machen lassen, sondern halt dann bei irgendwem privat oder so halt. Aber ja. Da ist so ein bisschen für und wieder irgendwie. So, 6x haben wir noch. Letzter Run. Kann man eigentlich. Ich frage. Also, es ist eh schon eine rein rhetorische Frage. Natürlich kann man es nirgendwo wahrscheinlich sehen. Aber es wäre cool, wenn man tatsächlich sehen könnte, wie weit man hier ist. Wobei, warte mal, es gibt doch sogar. Mich regt das so auf, dass ich nicht weglaufen kann, wenn ich angreife. Es gibt hier diese Drop. Loot Tracker. Das gibt sogar. Die haben eine Anzeige dafür gemacht. Ist ja geil. Normal Mode, Easy Mode, okay. Das ist gut gemacht. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Das heißt, wir kriegen jetzt wahrscheinlich sogar einen Guaranteed Drop. Kann man damit eigentlich sogar einen Doppeldrop haben? Das weiß ich gar nicht. Das finde ich schon auch geil. Oh, ich muss die Klimaanlage ausmachen. Ich werde wieder krank bald, wenn es so weitergeht. Also, ich bin auf dem Weg wahrscheinlich dahin, irgendwann krank zu werden, wenn ich halt die weiter laufen lassen habe. Das Ding ist aber immer noch so 20,4 Grad im Zimmer. Es ist okay, das wäre angenehm. Nur wenn ich das Ding ausmache, 5 Minuten später habe ich wieder 21 plus. Und ich schlafe im gleichen Zimmer und ich krieg halt nicht irgendwie das Zeug runter. Also die Temperatur kriege ich halt überhaupt nicht runter. Das heißt, abends, sobald ich halt aufhöre zu lüften, habe ich im Zimmer wieder 22 Grad. Und ja, have fun bei 22 Grad zu schlafen. Das ist halt.
Nicht so geil. Ich meine, wir haben jetzt 3 oder 4 Tage, glaube ich, ist es warm bei uns. Ich glaube, der 3. Tag ist jetzt. Oder? Ich glaube, der 3. ist es. Und in meinem Zimmer ist es halt seit gestern schon so fucking heiß und ich kann nichts dagegen tun. Ich kriege die Temperatur einfach kaum oder gar nicht runter. So, und... Boom. Armorbox, uns fehlen Gowns und Boots. Ah, cool. Was haben wir jetzt? Gowns als nächstes. Boom. Int. Ja, toll. Wow. Warte mal, bringt uns wie viel? 100% Crit-Rate. Ich lasse es einfach mal. Ganz im Ernst, ich lasse es einfach. Ja, die Suit ist halt irgendwie auch noch so ein bisschen meh. Aber gut. Jetzt fängst du von vorne an. Ah ja, okay. Gut, 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 gut. Wie viel Geld haben wir denn gerade gedroppt? 2,8 Millionen, lol. Das fühlt sich gerade immer noch mehr an. Das andere Set kann man nicht auch weghauen. Ich meine, es spielt eh keiner, das heißt, Verkauf macht eh keinen Sinn. So. Ah, Flyfish ist einfach ein tolles Game. Flyfish ist ein super Game. Okay, habe ich jetzt ein bisschen Platz? Ja. Können wir was verkaufen? Das Zeug hier, kein Plan. Abmachen könnte man das Zeug ja auch schon mal. Wie sieht es denn mit den Death-Werten hier aus? Die Death-Werte schauen gar nicht mal so gut aus. Fünf und... Oh, ja, ist ein bisschen besser. Oh, warte mal, der Helm ist wieder viel besser. Die Suit ist auch besser. Also, wird besser gerade. Ja, aber warum sind die Gowns so schlecht? What the fuck? Also ganz im Ernst, Flife war mir schon immer ein Rätsel. Es gab keine Zeit, wo Flife kein Rätsel war. Ich muss sagen, jetzt upen wir noch mal ganz kurz ein bisschen was. Save PS Card. So. Nee, Upgrade. Switch to Piercing, okay. Ah ja, was heißt P0? Piercing 0 oder wie? Und Fail, geil. Nochmal Fail, geil. Nochmal ein Fail. 4 Fails. Warte mal, ernsthaft jetzt? Ach Gott, okay. Das waren 2 Stock, es wird schon wieder so teuer. Ernsthaft? Ernsthaft? Wow. Mit 15 Tries und 2 Sockel drin. Nice. Nice, nice, nice. Okay. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.